Fünf Tage lang reist Norbert Blüm durch Katar. Sieht das, was keiner sehen soll. Hier Scheißhaus, da Dusche. Jetzt frage ich den Herrn Platte. Hat er sich das vorgestellt, als er Weltmeisterschaft nach Katar vergab? Zurück in die alte Sklavengesellschaft. Und das mit Hilfe des hoch angesehenen Fußballs. Ohne Drehgenehmigung wirft der fast 80-Jährige einen Blick hinter die saubere Fassade, mit der Gefahr, jeden Moment verhaftet zu werden. Dass wir hier Versteck spielen müssen, dass wir mit den Leuten nicht reden, das zeigt ja das ganze schlechte Gewissen. Etwa 1,5 Millionen Gastarbeiter in Katar. Viele davon haben das gleiche Schicksal. Wohnen auf engstem Raum. Ein Leben im Dreck. Von Arbeitgebern ausgebeutet. Ich weiß nur, die kommen von der Arbeit, legen sich hin und sterben im Schlaf. Hier verbreiten sich Krankheiten. Es gibt keine Hygiene. Überall liegt der Müll rum. Die Macht in Katar besitzen nur wenige milliardenschwere Scheichs. Reich geworden durch Öl und Gas. Mit ihrem Geld sollen luxuriöse Stadien bald den Wüstenstaat schmücken. Die Welt soll sehen, was Katar kann bei der Fußball-WM 2022. Zur Strafe würde ich dem ganzen FIFA-Präsidium München ein halbes Jahr hier. 2010 vergibt FIFA-Präsident Josef Blatter die WM nach Katar. Trotz internationalen Korruptionsvorwürfen. Seitdem sorgen die Arbeitsverhältnisse in dem Wüstenstaat konstant für negative Schlagzeilen. Amnesty prangert Ausbeutung von WM-Arbeitern in Katar. 36 weitere Tote auf WM-Baustelle. Das unmenschliche Leiden der Gastarbeiter. WM-Arbeiter werden wie Sklaven behandelt. Am Frankfurter Flughafen treffen wir Norbert Blüm. Bereits im Alter von 14 ist er Mitglied einer Gewerkschaft geworden. Während seiner politischen Karriere war er 16 Jahre lang Bundesminister für Arbeit und Soziales. Die Rechte der Arbeiter liegen ihm am Herzen. In Katar will er sich sein eigenes Bild machen. Es geht um Fakten. Wie sind die Verhältnisse in Katar? Wie sind die Arbeiter untergebracht? Unter welchen Bedingungen müssen die arbeiten? Haben sie anständige Löhne? Ganz handfeste Fragen. Monatelang hatten wir versucht, eine Drehgenehmigung für den Wüstenstaat zu bekommen. Erfolglos. Getarnt als Tourist reist Norbert Blüm in 6000 Kilometer entfernte Katar. Am nächsten Tag treffen wir unseren Informanten vor unserem Hotel in der Hauptstadt Doha. Er möchte uns unterstützen, will aber unerkannt bleiben. Bevor wir mit unseren Recherchen beginnen, warnt er uns. Wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Die Polizei patrouilliert überall. Erst vor ein paar Wochen war ein anderes deutsches Fernsehteam während seiner Dreharbeiten festgenommen worden. Die könnten uns auch festnehmen. Vielleicht müsst ihr das Land verlassen. Vielleicht sogar ich. Trotz der Warnung macht sich Norbert Blüm auf den Weg. Zunächst Richtung Lusail City, einem riesigen Gebiet außerhalb Dohas. Hier entsteht das größte Stadion der WM für über 80.000 Zuschauer. Rundherum wird eine komplett neue Infrastruktur aus dem Boden gestampft. Kilometerlange Zäune und zahlreiche Sicherheitsmitarbeiter schotten das Areal ab. Einfach so die Megabaustelle zu betreten? Unmöglich. Mit versteckter Kamera geben wir uns als Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens aus. Wir haben Glück, sie glauben uns, wir dürfen rein. Auf dem Gelände noch mehr Zäune. Das Stadion, das hier gebaut wird, soll so mal aussehen. Doch noch ist davon nichts zu erkennen. Bislang werden nur die Fundamente geschaffen. Es ist Frühling, doch schon jetzt ist es wahnsinnig heiß, fast 40 Grad. Angeblich sollen die Bauarbeiter täglich bis zu 14 Stunden in der Hitze arbeiten müssen. Norbert Blüm will mit ihnen sprechen, doch es ist sehr riskant. Er könnte jederzeit erwischt werden. Dass wir hier uns ranschleichen müssen, dass wir hier Versteck spielen müssen, dass wir mit den Leuten nicht reden, das zeigt ja das ganze schlechte Gewissen. Wer nichts zu verheimlichen hat, muss die Leute nicht so einsperren. Ich habe ihn im zoologischen Garten. Norbert Blüm will mehr sehen. Nach getanem Job werden die Arbeiter mit Bussen abgeholt. Wir folgen ihnen. Sie führen uns in die sogenannte industrielle Zone. In den riesigen Wohnsiedlungen außerhalb der Stadt leben viele der knapp 1,5 Millionen Gastarbeiter. Frauen gibt es hier nicht.
Für die Unterkünfte der Stadionbauarbeiter schreibt das katarische Supreme Committee, das zuständige Organisationskomitee für die WM, klare Standards vor. Das SC hat strenge Normen für Unterkünfte entwickelt, die die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Arbeitskräfte fördern. Diese Normen umfassen Bestimmungen für komfortable Wohnquartiere, Erholungsräume sowie hohe Normen für die Sauberkeit und Hygiene. Norbert Blüm will sich ein eigenes Bild von den Arbeiterunterkünften machen. Wir finden eine, die nicht bewacht wird. Doch wir müssen vorsichtig sein. Die Polizei könnte jeden Moment vorbeikommen. Was der 79-Jährige hier sieht, übersteigt seine Vorstellungskraft. Komfort, Fehlanzeige. Überall ist es dreckig. Es liegt ein beißender Gestank von Fäkalien in der Luft. Erholungsräume gibt es nicht. Stattdessen Schlafräume, die nur wenig Platz bieten. Die leben hier auf engstem Raum, nicht mal 14 Tage, solange sie hier arbeiten. Haben nichts, was ihnen gehört, keinen privaten Raum. Sanitäre Verhältnisse unter aller Sau. Der Waschraum wird von etwa 60 Arbeitern täglich genutzt. Plumpsklo und Dusche, zusammen in einer Kabine. Das ist das Scheißhaus der Arbeiter. Das Scheißhaus, in dem Sie abends, wenn Sie heimkommen, sich sauber machen können. Darauf kann wirklich die Fußballwelt nicht stolz sein. Das ist der Preis für das ganze Funktionärsgetue mit Fortschritt, Fußball und Modernisierung. Scheißhaus und Dusche für die Arbeiter. Und Logen für Herrn Platte. In dieser Küche wird täglich das Essen zubereitet. Es gibt keine sicheren Gasanschlüsse. Überall ist es dreckig. Hier verbreiten sich Krankheiten, es gibt keine Hygiene. Überall liegt der Müll rum. Norbert Blüm will mit weiteren Bewohnern sprechen. Dieser Mann ist Familienvater, kommt aus Indien und ist seit 6 Monaten in Katar. Mit 7 anderen lebt er in einem Zimmer. Privatsphäre kennt er nicht. Für ihn gibt es nur Arbeiten, Essen, Schlafen. Morgens um 17:45 fangen wir an. Meistens müssen wir bis 18.30 Uhr arbeiten, manchmal aber auch bis 20.30 Uhr. Dann kommen wir hierher und essen was und dann legen wir uns wieder schlafen. Viele trinken Alkohol, um das auszuhalten. 12 bis 14 Stunden Arbeit also und das 6 Tage die Woche. An ihrem einzigen freien Tag treffen sich einige Arbeiter auf öffentlichen Plätzen, um wie hier Fußball zu spielen. Der ehemalige Bundesminister versucht spielerisch Kontakt aufzunehmen. Nach einigen Minuten entsteht ein Gespräch. Kommt ihr alle aus Nepal? Alles Nepal? Die Erzählungen bestätigen unsere schlimmsten Vermutungen. Viele Arbeiter sind gestorben. Den genauen Grund für den Tod kenne ich nicht. Ich weiß nur, die kommen von der Arbeit, legen sich hin und sterben im Schlaf. Laut Schätzung des Internationalen Gewerkschaftsbundes werden bis zum Beginn der WM über 4000 Arbeiter sterben. Uns wird außerdem berichtet, dass die Männer in Nepal zunächst Geld bezahlen mussten, um hierher zu kommen. Ihre Pässe wurden einkassiert. Eine selbstbestimmte Ausreise aus Katar sei somit unmöglich. Insgesamt hätten sie eh kaum Rechte. Was sollen wir denn schon machen? Uns wird eh nicht geholfen. Es hat keinen Sinn, sich an den Arbeitgeber zu wenden. Wir müssen dem Unternehmen gehorchen. Wir sind nur einfache Arbeiter. Wenn der Arbeitgeber sagt, spring, springen wir. 2 bis 3 Jahre läuft der Vertrag, das müssen wir ertragen. Ich habe Frau, Kinder, Familie, die ich ernähren muss. Wir haben keine Wahl. Die Männer müssen für die Arbeitsvermittlung viel Geld zahlen, etwa 1.500 Euro, erzählen sie uns. Völlig absurd, pro Monat verdienen die meisten hier nur 150 bis 200 Euro. Das kann man ja gar nicht diskutieren, das sind Arbeitsbedingungen, die man nicht hinnehmen kann. Und die, die den Stadien jubeln, die sollen sich mal daran erinnern, wie die Stadien zustande gekommen sind. Auch deutsche Unternehmen sind in Katar tätig und verdienen mit der WM viel Geld. Beuten auch Sie die Arbeiter aus? Norbert Blüm will ein Interview vereinbaren und nachhaken. Mit den Stadtzeiten eine Freigabe bekommen von der Kommunikation, bräuchte ich wenigstens irgendwie die Vorlage der Fragen oder irgendwas, um
Also es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft, die Vorbereitungen in Katar, die Arbeitsverhältnisse, um ganz allgemeine Fragen. Und Sie sind ja frei in den Antworten. Wir schreiben Ihnen die Antworten. Ich verstehe die Ängstlichkeit nicht. Sie sind doch fast überall blitzt der ehemalige Politiker ab. Nur ein Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens erklärt sich bereit, mit ihm zu sprechen. Wir treffen ihn abends im Hotel. Er möchte unerkannt bleiben. Sieht er nicht, was in der Welt los ist? Die ist doch kurz vorm Kollaps ist diese Welt. Ich kenne die Bilder, wo Arbeiterunterkünfte gezeigt werden, die den Begriff Unterkunft nicht wert sind. Das sind wirklich schlimmer als Slum-Verhältnisse, das ist sicherlich richtig. Ich kann aus dem Projekt, in dem ich tätig bin, berichten, es werden hier neue, nagelneue Unterkünfte gebaut für Tausende von Arbeitern. Also da werden Sozialeinrichtungen sind da drin, es sind Sportfelder da, es sind Internetmöglichkeiten, Internetcafés in diesen Dingen. Während unseres Aufenthalts in Katar bekommen wir diese neuen Unterkünfte nicht zu sehen. Was passiert eigentlich, wenn die WM vorbei ist? Um die Frage zu beantworten, fahren wir raus in die Wüste und stoßen auf dieses Stadion. Vor einigen Monaten wurde dort das Finale der Handball-WM ausgetragen. Gejubelt wird hier nicht mehr. Lediglich ein paar Bauarbeiter versuchen, ein Stadion instand zu halten, das langsam aber sicher verstaubt. Das ist das Symbol dafür, dass das, was hier mit viel Geld gebaut wurde, bald im Sand verenden wird. Und was das Provozierende ist, wenn man die armen Kerle in ihren Hütten gesehen hat, mit 8 Mann in einem Zimmer, dreckig, schmutzig. Und hier wird das Geld verpulvert. Nach 5 Tagen in Katar hat Norbert Blüm Antworten auf seine Fragen gefunden. Der Preis für die WM ist hoch. Und zahlen müssen vor allem die einfachen Arbeiter. Mit schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen. Teilweise mit ihrem Leben. Wie damals Pyramiden gebaut wurden, so werden hier Fußballstadien gebaut. In diesem Land kann keine Fußballweltmeisterschaft stattfinden, wenn der Fußball nicht sich selbst um seinen guten Ruf bringen will.